Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Shenmue. Ich bin das MC Mafix. Beim letzten Mal sind wir hier ein bisschen durch Dorito und die Umgebung hier gestromert. Haben hier unsere ersten zwei Kämpfe bestritten. Einmal mussten wir Nozomi vor einigen Rüpeln schützen. Und zum anderen haben wir ein paar Matrosen, glaube ich, waren es. Oder irgendwelche Typen zumindest hier vermöbelt, die uns angegriffen haben. Wir sind immer noch auf der Suche nach Charlie, aber ich denke, so langsam wird unsere Suche ja sein Ende finden. Am Schluss muss ich wieder mein ganzes Geld hier in Kapselautomaten raushauen. Und ja, wir werden hoffentlich ihn bald finden und dann unsere Spur bekommen für zu Charlie. Aktuell suchen wir nämlich Charlie, wie gesagt, der Typ, der hier mit der chinesischen Mafia zu tun hat. Und wir wissen, dass er etwas mit einem Tattoo-Studio hat. Und das macht um 14 Uhr auf und dann gehen wir dahin. Und hoffentlich können wir da ein, zwei Informationen rausholen. Und wenn nicht... Ah, das sind schöne spitze Nädel. Da kann man schon irgendwas herausfinden. Yamagishi-san. Oh, it's you, Liu. Have you been practicing? Train hard. Yes, I will. I'll do my best. Machen wir doch immer. So. Da ist ein Taxi. Steht einfach nur da. Ich weiß nicht, kann man das jetzt benutzen? Nö, das steht nur so. Als Deko da. So der Wunsch ist der Vater, der Gedanke, dass man mit dem fahren kann. Schade, dass man hier in der Region eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Aber egal, Dobito ist natürlich ein bisschen eindrucksvoll. Aber das ist nichts dann gegen Shenmue 2. Also da ist man da wirklich ganz ehrlich. Wenn man Shenmue 1 wirklich mit Shenmue 2 vergleicht, das ist wirklich Welten. Und dafür, dass die Spiele auch jetzt gar nicht mehr so lang, ich glaube 2 Jahre später, 2 oder so müsste es erschienen sein, auseinanderliegen, da ist es schon, also wirklich unglaublich, man, wie weiterentwickelt das ist. So. Do you have a minute? I'm sorry. Bye. Die hat mich sehr gut abgewimmelt. So, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wie gesagt, jede Person ist unterschiedlich. Jeder hat immer ihre eigene Verhaltensweise. Wie halt im echten Leben auch. Und das ist echt schön. Das sind, ist dieser wunderschöne Detail gerade an dem Spiel, Mann. So, noch ein Motorrad. Hey, das ist doch noch gar nicht offen. Schade. Die darf rein. Aber ist ja auch die Besitzerin hier. Gut, wir haben es eh gleich geschafft. Davor können wir nochmal kurz zum Kapselautomaten schauen, oder? Oder warte mal. Nee. Wir können sogar noch was Sinnvolles machen. Hier zum Tomato-Minimarkt. Sich bewegende Türen, das überfordert mich. Okay, Glühbirne, glaube ich, brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, welche. Ich kaufe jetzt beide Batterien. Hey, man. This. Thanks, man. Hörst dich richtig motiviert an, mein Freund. Und zwar... Okay, die ist eh aufgeladen. Trotzdem. So, Kassetten, Shenmue. Warte, die können wir auch irgendwo benutzen. Und jetzt hören wir im Hintergrund das Shenmue. Aber das ist so episch, man, da kriegen wir Gänsehaut, deswegen hören wir das jetzt nicht. So, gibt es hier noch irgendwas Cooles, was wir kaufen können? Irgendwas, was sinnvoll ist? Viel Tatsachen. Hip-Hop. Achso, das ist für unseren Walkman. Ja, gute alte Zeit, wo man noch Walkman hat. Ich hatte auch früher noch einen Walkman. Ich bin halt schon alt. So, Milch. Okay, Milch haben wir schon. Schokolade. Und hier unten dann wieder Tampons und Babyunterwäsche brauchen wir nicht unbedingt. Kaufen wir den da. Yo, Heartbeats. Hey man, this. Draw a ticket. Nichts. No prize. Bummer. Better luck next time. Man kann bei sowas nie gewinnen. Lotterie. Ich weiß gar nicht wieso. Wahrscheinlich, weil wenn man irgendwie mehr als 10 Euro ausgibt, also mehr als
1000 Yen ausgibt, dann kann man wahrscheinlich einen losziehen. Aber, als würde ich da was gewinnen. Okay, gut. Dann schaffen wir es genau, dass es 2 ist. Und dann machen wir einen kleinen Abstecher hier zu unserem guten Tattoo-Studio. So. Gehen wir hoch. Und jetzt endlich mal, wie ich gefixt, wo dieser Succulent Charlie ist. So, speichern wir nochmal kurz davor. Und das ist 2. Sehr schön. Wir haben nur noch 8000 Yen. Kommen wir nicht so weit. It's closed. Hey. Open. Yo. Der erste hat er in die falsche Richtung gezogen. Give me something tough. So no one will mess with me. Yeah. Like that schoolboy. Shut up. He kicked your butt too. That schoolboy. Huh? Hey, it's him. I'm out of here. Have you come for a tattoo? I'm looking for a guy named Charlie. He's over there. He's sleeping. Wouldn't wake him, unless you want to get hurt. What the? The wrong one. What do you want? I want to know about the cartel. I don't know. Why do you want to know? That's none of your business. Just tell me. Okay, let me go. I'll tell you. I'll arrange for you to meet some of them, okay? You didn't need to rip my arm off. Okay, so when? Tomorrow at 3. Wait at the arcade. I have your word? Yeah. You know what I'll do if you don't show. Ist das behindert, Mann? Weil... Wäre ich gestern Abend dahin gelaufen, hätte ihr ganz schnell den Dialog gemacht, wäre alles schön gewesen, aber jetzt. Hi, Ryo. Nozomi, what are you doing here? Class just got out. You shouldn't be around here. But I was looking for you. Oh? My friend said she saw you down here. But why? Today we had our college orientation, but you weren't there. Yeah. Have you decided where to go? Not yet, but if I go, it'll have karate. It's about time you started studying for the entrance exams. Yeah, I know. I'm worried about you. And with exams... I'll be fine. Ryo, I understand what you're going through with your father and all, but... We can talk about it later. Promise? Yeah. It's dangerous here. You should go home. See you later. Also, mir scheint es Sorgen, um mich zu machen. Ja, verständlich. Ryo, du ignorierst alles, gehst nicht mehr in die Schule, kümmerst dich nicht mehr, tust jeden Tag die gleiche Jacke tragen. Und das Einzige, was während deine Mitschüler hier von der Oberstufe reden, träumend, bist du hier nur dabei unterwegs hier, die Mörder deines Vaters, zu finden und dich zu rächen. Ist wie gesagt so dumm, Mann. Wäre ich gestern hier hingegangen und gleich in die Arcade gegangen, hätte ich mir den ganzen Tag Schwarten sparen können. Ja, jetzt ist das Problem, jetzt muss ich morgen nochmal hier rein. Jetzt kann ich einen ganzen Tag gar nicht jetzt hier rumsimpeln, das ist echt doof. Excuse me? Yeah! You need change?
No. What is it then? How about a game of darts? Sure. Vielleicht. Was haben wir denn hier für Automaten? Ja, gut. Wir haben eh nichts anderes zu tun. Executive, was haben wir denn hier? QTE title. One game, 100 yen. Come on, kid. Think you can beat me? Locker. I'll try it. Nein, wir sind unter 8000 yen. So. Oh, na. Oh, na. Legen wir los. Krieg ich jetzt eine Belohnung? Puh! Okay, 46.000. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier? Da kommt ein bisschen Musik, Mann. Müssen wir jetzt aber auch nicht machen. Okay, also, okay, mehr oder weniger haben wir das erfolgreich hinter uns gebracht. So, dann heißt es, wieder heimlaufen. So. Dewson? You again. You always seem in good health. Yes. You take care that you don't catch cold. Health is the most important thing. You can't buy it with money. Ich versuche gesund zu bleiben, wenn ich mich nicht gerade irgendwie nachts mit irgendwelchen Straßengangstern befinde. Aber ich sag's nochmal, es ist so hart ohne uns, Mann. Wären wir ganz schnell noch zum Tattoo-Studio gegangen, hätten wir heute nicht den ganzen halben Tag warten müssen und morgen müssen wir jetzt wieder den halben Tag erst warten. Und heute muss ich ihn auch noch einen Tag rumbringen, Mann. Echt schlimm, Mann. Und ich meine, wir sind Rio. Rio, das Einzige, was er hat, ich muss meinen Vater rechnen. Mehr macht er ja nicht. So. Wie gesagt, man kann immer auf den Hinterhof gehen und sich ein bisschen trainieren und das ist auch nicht schlecht, aber ich muss auch nicht jeden Tag machen. Naja. Wurscht. Dann gehen wir. Ich schaue jetzt noch ein einziges Mal, ob ich hier mit Fukasan trainieren kann und danach machen wir einen kleinen Cut, denke ich, und es gibt mir ein bisschen Zeit, weil. Ganz ernsthaft, natürlich, wie gesagt, das ist so Shenmue und das ist auch das Feeling und das gehört auch dazu. Aber ich muss jetzt auch nicht jedes Mal zeigen, wenn ich auf den Parkplatz gehe und einfach hier meine Movesets mache. Ich finde es sehr dumm, dass wir das nicht im Dojo machen können. Dass wir immer nur in irgendwelchen Parkplätzen im Hintergrund machen. Das Doofe ist, man kann auch erst ab 8 Uhr schlafen gehen. Also davor kann ich eh nicht schlafen gehen. So, schauen wir nochmal. Moin, moin. Speichern wir nochmal einfach so. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt hier mit dir drinnen, wenn nicht, dann machen wir jetzt eine kleine Cut. Cool, der ist nicht mehr hier. Der Lappen. Okay, Leute, dann machen wir jetzt einen kleinen Cut, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es wieder was Wichtiges zu erleben gibt. Okay, bis gleich. So, Leute, es ist 8 Uhr und wir können uns jetzt schlafen legen. Ich habe jetzt nichts Großartiges mehr gemacht, nur ich habe gewartet, bis die Zeit verstrichen ist. Man braucht auch manchmal Erholung einfach hier. So, das heißt, wir legen uns hin. Und wenn es mir erlaubt ist, speichern wir nochmal schnell. Schauen wir dann mal, ob wir irgendwas Sinnvolles jetzt am nächsten Tag machen müssen. Aber bis 3 müssen wir eh wieder warten.
Father. I promise to avenge you. Yuro-san! Let's spar for a bit, huh? It's been a while. All right. Let's go! How about this? Whoa! That's the Fuku-san I know. Oh! So, Leute, diese Takedowns, die der macht, Mann. So. So, schön geblockt hier. So, oh. Hey, don't use that move. Sorry. Wieso nicht? Whoa, what's that move? It's been a while since we practiced together. I feel much better now. Have you found something? I've got a lead on the Chinese cartel. Are they the same ones who killed Hazuki-sensei? I don't know yet. You're not thinking of going after them alone, are you? You go up against those killers? It's my only option. I know how you feel, but it's too dangerous. Even Sensei couldn't. I've made up my mind. But what if something happens to you? I feel responsible. Don't worry about me. No. Ryo-san, is that why you started training? Oh, please. I'm begging you. Please think it over. My mind is made up. I must go. Ryo-san. Ine-san, you overheard? Please don't pursue this, Ryo-san. I have to. Please step aside. I'm begging you. Respect Hazuki-sensei's will and look after the dojo. I can't believe my father killed someone. Ryo-san. Please wait. There's something I must give to you. A letter? To my father? This came right after Hazuki-sensei passed away. I had a bad feeling about it, so I felt I should keep it hidden until today. This letter's in Chinese. But why? Because I didn't want you to do anything foolish and risk your life. And because I don't want you to upset the spirit of your father. Please, make a promise to me. Ine-san. Please, I need you to promise me. Yes, I promise. Thank you, Ryo-san. Brief auf Chinesisch für mich. Okay, den schauen wir uns doch hier nochmal an. Ein Brief für unseren Vater. Schön. Kann ich natürlich gut lesen. Das ist richtig schön. Ich dachte, den liest jetzt irgendjemand uns vor. Aber nun gut, wird uns scheinbar nicht gegönnt. Okay, liebe Leute, wir schauen zumindest, ob wir uns den nochmal anschauen können. Jetzt ist der nächste Tag. Wir haben hier wieder leider nicht allzu viel vor. Nehmen wir mal kurz mit Ine. Ine-san. Ryo-san.
I don't wish to meddle, but please don't do anything reckless. Okay, thanks. See you later, Ine-san. Yes. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was es Gutes im Kühlschrank gibt. Darf ich nicht? Ich darf nicht mit meinem eigenen Kühlschrank hier ran. Der gehört ganz Ine. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir schauen erstmal nur kurz wieder. Verlieren mal. I have to be sure not to waste this. Leider ist es wieder Zeit, um Kapseln zu kaufen, weil natürlich sagt mir sonst verschwenden. Wir machen jetzt aber erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Shamu und dann schauen wir, ob wir wieder was Neues in Erfahrung bringen können. Aber davor ein kleiner Cut, wie gesagt. Bis dann, rein. Ciao.